Ja, Momo, wach ruhig auf, der Fall. Ich muss eh runter, denn ich muss, glaube ich, anscheinend doch noch Verteidigungszeug kaufen. Ryu ist der Einzige, der richtig reinhaut. Hi, du levelst. Jetzt muss ich erstmal heilen. Oh Gott. Oh, ich heile mit Vitamine. Wozu habe ich es denn? Okay, jetzt muss ich aufpassen hier. Da geht's schon mal auf. Oh, Rolltreppen. Ja, oh, schade, ich würde hochrennen und mir dann ein Bein brechen oben und dann mit meinen Schnürsenkeln oben feststecken und durchdrehen und aus dem Fleischwolf nicht mehr rauskommen. Wupp. Wow, jetzt verstrahlt. Deine Wunden sind geheilt und du fühlst dich richtig ganz frisch. Okay, hier ist eine Erste-Hilfe-Station, das ist auch gut. Und hier kommen die nächsten Gegner. Ja, wir sind jetzt im anderen Abschnitt übrigens, das heißt andere Gegner. Plant 42. Okay. Die Pflanze 42. Keine Ahnung, ob sie zu faul waren, das zu übersetzen oder nicht. Aber ist ja auch ein Bosch jetzt. Ja, haut alles drauf da. Und ihr seht, Hans Bärs. Hey. Pflanze 42. Die Zimmerpflanze wohlgemerkt. Mann, das macht wieder so wenig Schaden. Das gefällt mir nicht. Ich überlege gerade, wo man hier überhaupt lang geht. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich kenne Grobteile, Großteile, ja, die groben Züge noch des Dungeons. Alle leben noch. Bäh. Die groben Züge, aber fragt mich nicht, wo man hier lang geht, um was zu erreichen. Warum macht ihr alle Momo da? Angreifen, tun. Ja, so, haut dann kaputt da. Das sind Pflanzen. Auf jeden Fall sind wir hier im Pflanzenkorridor. Das heißt wohl... Ja, ich möchte es nicht spoilern. Aber wenn wir... Mal gucken, ob wir da sind, wo ich denke. Aufsaugen. Oh. Ups, okay. Ich sollte so draufhauen. Das bringt irgendwie mehr. Ja, das ist das, wenn man Nina nicht dabei hat. Die würde gerade so ordentlich Schaden machen an den Viechern wahrscheinlich mit ihrer Magie. Aber egal. Hier sind Pflanzen. Au, oh, Ryu wurde von einer bizarren Pflanze angegriffen und verwundet. Die Pflanzen blockieren einen Eingang. Man kann nicht rein. Tja, schlecht. Das heißt, wir dürfen nicht durch. Ja, hier geht's schon mal nicht weiter anscheinend. Aber wir kommen wieder durch den Heilerraum. Kalt und fühlst dich ganz frisch. Fühlt das auch Mana auf? Nö, doch. Auch gut. Gut. Und wieder runter. Wo ist denn der Ausknopf hier? So. Okay. Lassen wir die Pflanzenzone erstmal und... versuchen uns erstmal irgendwie eine Orientierung zu beschaffen. Na gut, hier wissen wir, wo wir sind jetzt. Der Gegner hat die Initiative. Oh je. Ach, hier macht doch eh nichts. Riskschlag. Wow, danke. Ich habe keine Lust, sofort zu sterben, ehrlich gesagt. Schattenlauf, denn wir werden hier überall aufgefüllt, also kann ich auch alles ausbrezeln, das ist dann wurscht. Ja, Ragnarok bringt nicht so viel. Hier jedenfalls. Ich möchte mich jetzt auch nicht jedes Mal in den Drachen verwandeln, ehrlich gesagt, für jeden Kampf. Oh, fast. Denn das ist mir doch ein bisschen... Das dauert ja noch länger. Aber wir leveln schon wieder. Ich level schon fast onscreen. Das so kann man es nennen. Gut. Grün ist nicht so die Wahl. Probieren wir Orange. Die Platten weisen uns den Weg. Auf jeden Fall haben wir eine Tür. Und Gegner. Halbtraum und Killer. Macht's gut. Flucht. Juhu. Es gibt übrigens suspekte Hilfen über die Flucht, dass wenn man dauerhaft X drückt, dass man dann eine höhere Fluchtgarantie hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Oh je, schon wieder Fließbänder oder sowas. Hm.
würde hier eine Einkaufsmusik laufen, dann würde ich das schon angenehmer finden, aber mit der Musik muss ich da widersprechen. Und schon wieder so eine Heilerstation. Wunden sind gehalten, fühlt sich ganz frisch, ja. Fast wie. Und ja, wir sind in einer anderen Abteilung des Dungeons, das heißt, einer Herobe. Das ist bestimmt was für Momo. Das heißt natürlich, hier sind wieder andere Gegner als die Pflanzen oder die Killer. Weitrüstung. Ach, nimm's einfach so. Hauptsache, das ist ein bisschen bessere Verteidigung. Nimm's viel Schaden. Der SEC gibt's Klamotten drinne. Und wieder andere Gegner. Huja! Hassa! Molch! Der scharlachrote Molch. Er macht ihn alle. Echt Riss. Wow, das war ja mal unheimlich klasse. Boom, tot ist. Gut, hier sind die Gegner eigentlich am schwächsten. Würde ich jetzt mal so auf meine ersten Andeutungen hin denken. Gut. Das sieht mir nach Knast aus hier. Da geht's nicht weiter. Oh je. Ja, ihr seht's. Wir haben am Anfang immer noch eine Tür, denn wir sind ja gleich rechts abgebogen. Mehr Meuche. Schattenlauf und Aura. Und Angriff. Ich bin da gleich am Anfang rechts abgebogen. Das heißt, wir haben eigentlich noch ganz am Anfang einen anderen Weg offen. Ja, das ist doch unheimlich lustig. Ich habe 250 Leben, so würde ich das jetzt deuten. Mechtris, ja, mach das mal. Da, komischen Angriff. Hier sind die Gegner am schwächsten, ich bleib hier. Glaube ich. Boom, kaputt. Ja. Knochen brechen. Oh, jetzt kannst du das auch nochmal, das ist schön. Vorher konnte das nur ein Kaiserform. Ach, hier sind wir. Oh je, das wird lustig. Nichts. Hier ist die Erklärung. Elektroschock-Pult-Monitor-Einstellungen. Einstellen, welches Pultstrom durch Puls und Plus und Minus erhält. Oh je. Yeah. Woher soll ich das denn wissen? Ich bin kein Elektroniker. So. Aha. Ja. Hier hinten Zettel, vielleicht hilft er mir. E-Schock-Versuchszone. Die drei Monitore zur Kontrolle der Pulte benutzen. Bereich bei aktiven Pulten nicht betreten. Ja, das kann unheimlich lustig werden. Der ist nach Schockfeld da irgendwie so einstellen, dass wir da drüber laufen können. Oh, Hopper. Hopper, yeah. Ihr seid dumme, lustige Typen. Ihr hört Scheißmusik. Hopper. Gott. Nicht gegen... Ich respektiere jede Musik, aber sowas ist keine Musik. Weil ich höre selbst Metal am liebsten, aber... Ich muss sagen... Ich möchte jetzt niemanden das aufzwingen. Oder sagen, oh, du hast andere Musik, du bist scheiße. Nein. So nicht. Aber... Hopper. Naja, wie dem auch sei, jeden das Seine, wenn er damit glücklich wird, solange er mir nicht auf den Nerv geht mit seiner... Okay, Erdbeben war ganz gut. Solange er mir nicht auf den Nerv geht, damit ist mir das eigentlich Wumpe. 3, du machst so unglaublich wenig Schaden, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Kannst du dich deinen Schattenlauf, glaube ich, doch abgeben. Okay, jetzt muss ich die Türen checken hier. Hier ist das andere Pult. Elektroschock-Pult-Monitor-Einstellungen, ja. Welches Pult Strom durch Puls Plus und Minus hält? Wenn ich jemand irgendwas wüsste, was ich hier machen müsste, dann wäre ich schon viel glücklicher. Hat sich da jetzt irgendwas verändert? Ich weiß es nicht. Nicht so viel hin und her laufen. Ich würde
sagen, das ist ein Minuspult hier, weil hier sind so viele Minus drauf und das andere ist ein Pluspult. Das eine, an der linke ist ein gemischtes. Ja, also. Keine Ahnung. Oder sollen mir die blauen und roten Punkte helfen? Irgendwie.